Ich habe etwas Großes gedruckt. Hier im Hintergrund könnt ihr es schon sehen. Also ja, genau hier. Exakt diese Gridfinity-Halterung für die Mittelkonsole meines Autos. Wie ihr wisst, ich habe ein Problem mit Ordnung bzw. ein Problem mit Unordnung. Und sobald ich Dinge nicht in genug kleine Kisten oder Boxen aufteilen kann oder ständig nach irgendwas suchen muss, drehe ich durch. Wirklich, ich hasse es. Ich kann das nicht leiden. Ihr kennt mich ja schon aus dem Video, in dem ich unsere Werkstatt mit IKEA-Sonderkisten und Gridfinity erweitert habe. Oder auch mein Bad zu Hause mit IKEA-Cookies-Kisten neu organisiert habe. Oder die Werkstattwägen aus Euroboxen, die teilweise auch mit Gridfinity-Boxen versehen sind. Übrigens, ich habe euch alle Videos unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut es euch unbedingt an. Ihr werdet verstehen, warum ich so ein Ordnungsfreak bin. Dieses Mal war mein Auto dran, die Mittelkonsole, ein Ort des Chaos. Aber Moment, welches Auto überhaupt? Das hier ist mein Auto, ein MG4 der Marke MG. Kennst du mich? Keine Sorge, ich vor den Kauf auch nicht. Ich habe an Autos nur zwei Anforderungen. Erstens voll elektrisch und zweitens Apple CarPlay. Der Rest? Egal. Jedenfalls, das Chaos in meiner Mittelkonsole war nicht mehr auszuhalten. Darum habe ich ein Gridfinity Grid entworfen, das genau in diese Mittelkonsole reinpasst. Und damit wird die Mittelkonsole zu einem frei konfigurierbaren Wunder. Sogar halbe Grids, kein Problem, dank der OpenSCAD-Version von Gridfinity. Die unterstützt nämlich halbe Kisten. Du kannst dir alles frei zusammenstellen. Lade dir einfach das Projekt Gridfinity-Extended-OpenSCAD von GitHub und öffne es in dem Programm OpenSCAD. Rechts kannst du Breite und Höhe anpassen, mit Kommazahlen sogar halbe Kisten erzeugen. Wenn du fertig bist, F6 drücken zum Rendern, dann kannst du die STL-Datei exportieren. Ich habe einfach ein paar leere Boxen gedruckt für Kleingeld, Schlüssel, Gedöns, eben Dinge, die sich nach und nach verändern. Für Kredit- und Ladekarten habe ich mir diese kleine Kiste gemacht und für mein Desinfektionsmittel diese hier. Für mich super praktisch, spart auf jeden Fall Zeit im Alltag, auch wenn der Aufwand vermutlich größer war, als die ersparte Zeit jemals sein wird. Aber hey, es macht Spaß. Übrigens ist es super easy, eigene Halter zu entwerfen. Ich zeige euch das mal kurz am Beispiel von meinem Garagentor-Öffner. Ich will ihn stehend in der Mittelkonsole verräumen, also zeichne ich erstmal den Umriss auf Papier nach. Dann lege ich eine Schieblehre daneben und mache ein Foto. Wichtig hierbei, einfach zoomen und die Kamera gerade oben drüber halten. Übrigens, in den iOS-Einstellungen kannst du die Kamerawasserwaage aktivieren. Das ist wirklich echt praktisch für diese Anwendung. Ich habe schon ausgemessen, dass mir für die Fernbedienung eine 1x1-Box reicht. Die habe ich schon, wie vorhin erklärt, in OpenSCAD erstellt. Der einzige Unterschied war, dass ich hier bei Filled-In den Wert Enabled gesetzt habe und die Box damit quasi gefüllt ist und nicht hohl ist, also keine leere Kiste ist. Die Box habe ich dann einfach in Fusion 360 als Mesh importiert und danach konvertiert. Das geschossene Bild importiere ich jetzt und projiziere es auf die Box obendrauf. Jetzt wird's spannend, denn Fusion braucht noch ein Referenzmaß. Ich nehme meistens 10 mm auf der Schieblehre, also von 0 bis 10 in meinem Beispiel. Danach erstelle ich einen Sketch und zeichne die Kontur mit 2 mm Spielraum. Jetzt kann ich die Form aus der Box schneiden, noch etwas abrunden, fertig. Übrigens könnt ihr in Bamboo Studio den Infill auf Lightning oder in Deutsch auf Blitz stellen, um Material zu sparen. Wie ihr sehen könnt, ist die Box dann quasi komplett hohl und nur kurz vor der Oberseite wird eine Stütze für die Decke gedruckt, also von den Seiten so weggehend. Das ist super für Teile, die keine große Last aushalten müssen und quasi nur irgendwas in Position halten, wie meine Fernbedienung zum Beispiel. Et voilà, mein Garagentoröffner sitzt perfekt.
Das war's. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Fusion und OpenSCAD-Exkurs gefallen. Lasst unbedingt ein Abo da, schreibt mir in die Kommentare, was ihr öfter sehen wollt. Alle von mir erstellten STL-Dateien findet ihr wie immer kostenlos auf Makerworld. Link unten in der Videobeschreibung. Ich habe eine Collection gemacht, da ist alles drin. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao! Und lasst ein Abo da, unbedingt ein Abo da lassen, gell? Also ciao, macht's gut!